König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir wollen heute mit euch über eine Kurzgeschichtensammlung reden oder eine Novellensammlung, sage ich mal, nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und da das, wie gesagt, Novellen sind, haben wir uns darauf geeinigt, das nicht so zu machen wie bei Nachtschicht, so dass wir mehrere Kurzgeschichten in einer Sendung haben, sondern wir machen wirklich jede dieser vier Geschichten in einer einzelnen Sendung. Bei allen diesen Folgen wird uns der Mikado-Elefant im folgenden Gespräch auch als Jan bezeichnet, unterstützen. Hallo Jan. Hallo zusammen. Ja, und wir wollen heute zuallererst über die Kurzgeschichte Pin-Up reden. Die kennen die meisten von euch unter dem Filmtitel Die Verurteilten. Gut, und wie immer begrüße ich natürlich den Flo. Guten Abend. Und auch den Jonas. Hallo zusammen. Und wie gesagt, unseren wundervollen Gast, den Jan. Guten Tag. Gut, Jan, bevor wir anfangen, was machst du so, wer bist du so, hast du Projekte, die du gerne vorstellen willst? Also ich bin Jan, wie man wahrscheinlich hört, komme ich aus dem Ruhrgebiet. Ich bin, sprechen wir über das Alter, ich bin Mitte 40, von Hause aus Mathematiker, beruflich mache ich was mit Computern und bin auf Twitter unterwegs als Mikado-Elefant. Aber jetzt keine Podcasts oder sonstige Projekte am Laufen. Okay. Und was vielleicht für den weiteren Verlauf der Sendung relevant wird, der Jan ist unser Baseball-Profi auf Twitter. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt in die ganze Geschichte richtig offiziell ein. Und Flo, gib uns doch für diese Sammlung mal eine kurze Zusammenfassung in der zeitlichen Einordnung. Ja, ich wollte mal so auf die Arbeitsweise von King heute eingehen. Man kennt das ja, Stephen King schreibt ein Buch, dann legt er es beiseite und schreibt eine Kurzgeschichte, eine Novelle, die kommt dann in die Schublade und dann wird das Buch überarbeitet und dann geht es von vorne los. So grob kann man sich das vorstellen. Und viele dieser kürzeren Geschichten sind eigentlich gar nicht für die Veröffentlichung bestimmt gewesen. Anfang der 80er Jahre haben dann Stephen King und sein Agent entschlossen, ja, vier dieser Novellen, die können wir dann mal rausbringen in so einer thematischen Sammlung. Das ist etwas, was dann später noch häufiger gemacht werden sollte. Das Thema ist sehr locker genommen, nämlich Jahreszeiten. Deswegen heißt die Sammlung auch Frühling, Sommer, Herbst und Tod auf Deutsch im Original Different Seasons. Ist 1982 dann erschienen und war kein so großer Erfolg. Also die Romane haben sich erheblich besser verkauft. Diese Sammlung lag so im Mittelfeld. Die Popularität stieg jedoch rasant an, als drei dieser Geschichten verfilmt wurden. Zwei davon waren auch sehr erfolgreiche Filme, das eine war auch eher ein Flop. Und eine dieser Geschichten, die sehr erfolgreich verfilmt wurden, die wollen wir heute da besprechen. Die erste Geschichte in dem Buch, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Auf Deutsch Pin-Up oder wahrscheinlich bekannter der Name der Verfilmung, Die Verurteilten. Die Geschichte entstand in der Pause, nachdem Stephen King The Stand geschrieben hat. Das merkt man der Geschichte, glaube ich, nicht an. Ist auch ganz anders als dieses epische Werk. Ich glaube, Jonas erzählt uns jetzt erstmal, worum es da geht, bevor wir dann tiefer drauf eingehen. Ja, die Geschichte spielt in dem Gefängnis Shawshank und wird aus Perspektive des Insassen Red erzählt. Und es geht hauptsächlich um den Banker Andy Dufresne, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, weil er seine Frau und deren Liebhaber erschossen haben soll. Was er allerdings immer bestreitet. Andy hat da in dem Gefängnis zunächst Ärger mit einer Gruppe Häftlinge, die ihn mehrfach vergewaltigen. Er kann aber Wärter bestechen mit Geld, das er in den Knast geschmuggelt hat. Und ja, die halten ihm die Peiniger dann vom Leib und haben die auch mal ordentlich verprügelt. Andy nutzt seine Kenntnisse im Finanzwesen, um den Wärtern bei Steuerproblemen und Ähnlichem zu helfen.
und das bringt ihm einige Privilegien ein. Unter anderem auch die Leitung der Gefängnisbibliothek, die er ständig erweitert. Irgendwann bekommt ein Neuzugang in Shawshank die Geschichte um Andys Verurteilung mit und erinnert sich, dass ein ehemaliger Mitinsasse aus einem anderen Gefängnis sich gerühmt hat, mit genau dieser Tat davongekommen zu sein. Er erzählt Andy dann davon und der bittet daraufhin den Gefängnisdirektor um Hilfe, den Fall neu aufzurollen oder zumindest herauszufinden, was mit diesem anderen Insassen passiert ist. Der will davon allerdings nichts wissen und es kommt zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden. Ja, Andy erzählt Red dann von seinen Plänen nach dem Knast und wo, unter anderem auch, wo er den Schlüssel zu einem Schließfach versteckt hat, in dem eine Menge Geld und eine neue Identität auf ihn warten. Red denkt dann, dass Andy einen Ausbruch versuchen will, weil immerhin hat er lebenslänglich und da ist sonst ja nicht viel mit nach dem Knast und versucht ihn von dieser Idee abzubringen. Dass das nicht gefruchtet hat, merkt Red dann erst Jahre später, als Andy eines Tages verschwunden ist. Und dann kommt raus, dass er sich im Laufe von 27 Jahren ein Loch in seine Zellenwand gegraben hat, das hinter einem Poster versteckt war. Und ja, von hinter der Wand hat er dann Zugang zu einem Abwasserkanal, durch den er in Freiheit gelangt ist. 2 Jahre später wird Red dann auf Bewährung entlassen und ja, er sucht diesen Ort auf, wo der Schließfachschlüssel versteckt war und findet dort einen Brief an sich. Ja, Andy schreibt darin, dass alles so Andy sagt, alles ist so gelaufen wie geplant und lädt Red zu sich ein nach Mexiko, wo er ein Hotel gekauft hat oder kaufen will und Red beschließt, die Reise anzutreten und das war's dann auch schon. Mhm. Gut, danke dir für die Zusammenfassung. Ja. Wir haben gerade beschlossen, dass wir hier, wie gesagt, nicht einzeln auf den Charakter in dem Sinne eingehen werden, sondern das in der freien Besprechung machen. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Ich würde persönlich anfangen mit dem Erzähler ganz gerne. Denn ich lese gerade das absolute Gegenbeispiel und musste so feststellen, dass mir in der Kurzgeschichte oder in dieser Novelle der Erzähler sehr, sehr, sehr angenehm ist. Er wirkt für mich sehr neutral und sehr, ja, er bewertet die Dinge nicht oder er hat keine oder wenige Vorurteile, aber er versucht auch nicht, sich dem Leser anzubiedern. Und ich fand Red eigentlich einen sehr angenehmen Zeitgenossen, so was man gefühlt hat beim Lesen. Wie ging euch das denn? Das ging ja sehr ähnlich. Ich fand es auch schön, er sagt genau, jetzt das und das ist passiert. Und diese und jene Dinge, die spekuliere ich jetzt einfach. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass er auch ehrlich so ist, dann weiß man genau, was Fakt ist und was gewesen sein könnte. Mhm. Jan? Ja, ich schließe mich dem an. Also ich steige ja schon ein mit einer Vorstellung von sich. Gleich im ersten Satz heißt ja, in jedem Gefängnis, in jedem Land gibt es irgendwie einen Typen, der alles besorgen kann und hier bin ich das. Also er sitzt schon eine Weile, er kennt sich aus und er strukturiert seine Erzählung ja auch nicht unbedingt chronologisch, sondern so, dass man, dass es der Leser versteht. Mhm. Er kommt ja öfter mal mit irgendwelchen Rückblenden daher und sagt, an dieser Stelle soll ich Ihnen jetzt was erzählen darüber und darüber. Und das macht es natürlich auch angenehm zu lesen. Und hilft dann natürlich auch dabei, die Geschichte nachzuvollziehen. Mhm. Ja, ich stimme euch da auch zu. Also ich fand Red eigentlich sehr angenehm, weil er auch sehr ruhig die Geschichte erzählt. Mhm. Und wir hatten ja schon öfter, dass wir so Erzähler hatten, denen wir nicht so ganz vertraut haben, ob das jetzt die Wahrheit ist. Und gerade auch, weil er sich hier zu seinem Verbrechen bekennt, weil er sagt, ja, ich bin schuldig. Ich habe Morde begangen, wenn auch nur einer geplant war. Er kommt mir wirklich ehrlich vor und ich glaube dem, was er erzählt. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz gute Art, also gefällt mir. Und wie steht ihr denn zu Andy? Also diese ganze, es ist ja am Anfang noch nicht so richtig raus, ob er es jetzt war oder doch nicht oder wie auch immer.
in der ganzen Darstellung, wie er so getroffen wird. Habt ihr geglaubt, er hat's gemacht und er liegt sich da selber nur in die Tasche, oder habt ihr ihm geglaubt, dass er es nicht war? Für mich hat das keine große Rolle gespielt. Mhm. Weil genauso wie es für ihn so war, ob er es getan hat oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass er jetzt in diesem Knast hängt und da so schnell auch nicht mehr rauskommt. Deswegen habe ich mir da wenig Gedanken drüber gemacht. Okay. Hm. Ja, sehe ich auch so. Wir erfahren das ja eher alles durch die Brille von Red, der es ja seinerseits dann Andy glauben muss oder auch nicht. Und also ich war das bis, also hab mir da bis jetzt kein Bild in die eine oder andere Richtung gemacht, ob das jetzt wirklich gewesen ist oder nicht. Ja, dem kann ich auch nicht viel hinzufügen, das sehe ich genauso. Wie fandet ihr ihn denn allgemein, so in seiner ganzen Art, wie er Entscheidungen trifft und wie er sich verhält in der Zeit, die er dort in dem Knast ist? War er euch sympathisch oder war er euch egal? Wir haben ja sehr viele Charaktere bei King, bei denen man sich einfach denkt, ja, warum ist er da, warum lebt er überhaupt und was soll der Mist? Ja, sowohl Andy als auch Red sind mir eigentlich die ganze Geschichte über relativ sympathisch, was wir ja sehr selten haben bei den King-Geschichten. Mhm. Dafür, dass sie eher Verbrecher sind oder gut, vielleicht auch unschuldig, das tut eigentlich gar nichts zur Sache in der Geschichte. Sie werden, ja, gut, sie haben nicht besonders viel Tiefe, gerade auch, weil man nur aus der Erzählung über Andy jetzt zum Beispiel erfährt. Mhm. Aber dennoch kommen sie einem real vor und ich sehe jetzt nichts an ihm, was mich gegen ihn aufbringen würde. Ich denke mal, verglichen mit den anderen Knastbrüdern wirkt er sicherlich sympathisch. Ich weiß nicht, ob ich ihn so im richtigen Leben sympathisch finden würde, weil er doch ein sehr stoischer Typ ist, der relativ wenig Emotionen zeigt nach außen und ist natürlich schwierig, dann mit so jemandem warm zu werden. Gut, im Knast hast du jetzt keine Chance, da hängst du 24 Stunden am Tag zusammen und in der Gesellschaft ist er sicherlich einer der angenehmeren. Ja, also ich muss sagen, mir persönlich, auch also ich dieser Stoizismus, den er an den Tag legt und diese Ruhe und all diese Dinge, die fand ich persönlich schon wieder sehr, sehr, sehr sympathisch. Also ich kann mit solchen Menschen perfekt umgehen, weil ich selber so einer bin. Aber wo ich so meine Schwierigkeiten hatte, ist so irgendwo sein Moralkompass, da kommen wir dann gleich drauf, aber eben auch so dieses ganze, ja, es ist kurz vor Snobismus, würde ich sagen. Aber das liegt halt auch daran, an den obligatorischen Vorurteilen, die man so hat, von wegen, der ist Banker und so weiter und so fort. Also diese Szenen, wo er in Anführungsstrichen seinen Job macht, da hatte ich mehr Probleme mit ihm, als eben durch diesen Stoizismus, den er an den Tag legt. Ja, es wirkt manchmal so, als hätte er die ganzen 29 Jahre im Knast von Anfang an durchgeplant. Was natürlich nicht so ist, aber manchmal wirkt es auch nicht so. Hm. Ja, das Gefühl hatte ich auch, aber das kann auch damit zusammenhängen, wie Red diese Geschichte erzählt natürlich. Ja. Er füllt ja dann Lücken auf, die man als Leser so gar nicht füllen kann, die nur Andy wirklich füllen könnte. Deswegen, aber ich denke schon, dass er einiges geplant hat. Ich meine, er arbeitet jahrelang an diesem Tunnel. Mhm. Mit einer Akribie, die, glaube ich, nicht viele Leute so aufbringen würden, könnten. Keine Ahnung. Ja, auch, dass er sich da zum Finanzberater für die Wärter macht, das ist sicherlich nicht geplant. Das war eher zufällig, da reinrutscht. Naja, so gibt es sich halt, genau. Aber halt extrem nützlich für ihn. Richtig. Mhm. Ja, und da merkt man dann auch, ich glaube, da hat er die Entscheidung getroffen, er möchte nicht einfach nur irgendwie ja, da sein, sondern er möchte das Beste rausholen, was geht, um das sein Leben möglichst angenehm zu gestalten, wie es halt geht in diesen vier Wänden. Mhm. Ja, das ist sowieso ein guter Punkt. Ich bin mir da über die ganze Geschichte nicht so richtig einig geworden. Wir haben ja hier so, also wie gesagt, er
hat halt so seine Probleme in dem Knast. Er wird von denen vergewaltigt, von den Mitinsassen von einigen. Er hat auch so das eine oder andere unschöne Erlebnis mit den Wärtern, logischerweise. Und er setzt dann halt irgendwann seine Kenntnisse und Methoden, die er nun mal hat, schlicht dazu ein, um den Wärtern zu helfen mit ihrem Finanzkram, um dem Gefängnisdirektor in Anführungsstrichen zu helfen mit seinem Mist. Aber wo ich mir nicht einig geworden bin, und auch das ist ein Grund, warum ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn sympathisch finde oder nicht, ist so diese Frage, wie viel davon macht er aus Egoismus? Weil schlicht und ergreifend, das ist natürlich nicht schön, wenn du da zusammengeschlagen und sonst was wirst. Und wenn ich das könnte, würde ich mich dagegen auch schützen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber an der anderen Seite zeigt er eben auch sehr viel Altruismus, indem er eben zum Beispiel die Gefängnisbibliothek dann aufbaut und dafür sorgt, dass da die Mitinsassen quasi auch mit profitieren von seiner ganzen Maßnahmen, die er da an den Tag legt. Haltet ihr das für Altruismus oder haltet ihr das für Teil des Plans? Teils, teils. Also ich glaube, man braucht irgendetwas, woran man arbeiten kann oder worauf man hinarbeiten kann, wenn man in so einer aussichtslosen Lage ist. Mhm. Weil ansonsten steht man auf, macht sein Zeug, mal eine Stunde Hofgang und ist wieder in seiner Zelle oder so. Deswegen ist so eine Bibliothek schon eine schöne Beschäftigung. Und das Helfen an sich, sei es durch das Engagement, bestimmte Bücher ranzuholen oder Leuten bei ihrem Abschluss helfen. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Altruismus und je mehr Freunde du im Knast hast, umso besser. Mhm, verstehe. Mhm, denke ich auch, ja. Also die eine Szene, wo es sehr deutlich wird, ist ja dann, wenn er sich als Bezahlung für seine Dienste Bier für seine Kollegen wünscht. Ja. Obwohl er selbst keins trinkt. Das heißt, da bringt er seine Mitinsassen auf seine Seite, sofern sie es noch nicht gewesen sind. Aber es ist mir aufgefallen, Red hat ja einen gewissen moralischen Kompass. Er sagt ja, ich verkaufe dir alles außer Waffen und harte Drogen. Ja. Bei Andy, glaube ich, hätte der... Andy hat so einen Kompass nicht. Der würde... Genau das ist das, worauf ich hinaus will. Der würde tun, was er für erforderlich hält. Mhm. Das denke ich nämlich auch. Und ich glaube, dass er wirklich nichts aus Altruismus macht. Ich denke, das dient alles einem Zweck und sei es nur den Zweck, die anderen irgendwie ruhig zu stellen oder so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen, damit er Ruhe hat, genau, um seine Sache zu machen. Und er ist der Bücherwurm, da wird er vielleicht auch nicht ganz so genau hingeguckt, genau. Ja. Was ich daran auch sage, also wie gesagt, der ist für mich ein schwieriger Charakter irgendwo. Weil auf der einen Art geht mir wirklich dieses komplette Fehlen eines moralischen Kompasses ein bisschen auf die Nerven. Wobei er das ja nicht exzessiv ausnutzt. Aber man merkt schon, dass er tut, was getan werden muss, um jeden Preis. Aber was ich auf der anderen Art wieder sehr schön fand, er ist ja, ich sag mal, Hobbygeologe. Unter anderem deshalb hat er sich ja seine Ausbruchswerkzeug besorgen lassen von Red. Und dieses Instrument wird ja zuerst erwähnt, weil er eben durch den Gefängnishof geht und da kleine Steinchen einsammelt und sich da mit Red drüber unterhält, was das eben für ein Gestein ist. Und diese Szene fand ich sehr schön, dass so ein Mensch, wie er nun mal beschrieben wird, so eine Freude an so, in Anführungsstrichen, einfachen Dingen haben kann. Auch wenn das hier ja dann auch wieder anderen Dingen dient. Aber diese Szene in diesem Gespräch mit Red hat sich für mich sehr echt angefühlt. Ja, nur weil man einen Plan verfolgt, heißt das ja nicht, dass man auf dem Weg zwischendrin ein bisschen Spaß haben kann. Und wenn Geologie nun mal ein Hobby ist, dann kann man das auch nutzen, denke ich. Also ich glaube schon, dass diese Szene echt ist und dass er auch da wirklich Spaß dran hat. Ja, das denke ich auch. Aber vor allem, weil ich glaube, dass das so früh war, dass er den Plan noch gar nicht hatte. Hm. Weil ich glaube, der Plan hat erst dann wirklich gefasst oder war ausgereift, als er nach dem Poster gefragt hat. Genau. Nee, da stimme ich euch ja vollkommen zu. Das sehe ich genauso. Was das mich angedeutet von Red, dass es eher zufällig
dass er das eher zufällig entdeckt hat. Mhm. Nein, aber was mich daran so verwirrt, man rechnet einfach nicht damit, dass so ein ja grundsätzlich zielstrebiger Mensch, ich rede jetzt nicht unbedingt von dem Gefängnisausbruch an sich, sondern er ist ja ein generell sehr zielstrebiger und sehr konzentrierter Mensch, so wie er beschrieben wird. Mhm. Und dass so ein Mensch an Spaß hat daran, an ja eigentlich vollkommen, in Anführungsstrichen, sinnlosen Tätigkeiten, wie eben so einen Stein zu Manschettenknöpfen oder Schnitzfiguren umzuarbeiten. Das ist ein Charakterelement, was ich in der Beschreibung sehr schön fand, weil es eben so ein völlig unerwarteter Kontrast ist. Ich finde das gar nicht mal ein Kontrast. Ich finde das eigentlich sehr schlüssig. Okay. Weil wer ist denn besser geeignet, in so langen Zeiträumen zu denken wie ein Geologe? Das stimmt, das ist ein Argument, ja. Ja, und eigentlich ist jeder einzelne Stein, den er irgendwie bearbeitet, ja auch ein kleines zielgerichtetes Ding. Also deswegen finde ich das auch gar nicht so. Ich meine, dieses Ziel führt dann nirgendwohin weiter, aber es wurde erreicht. Also finde ich gar nicht so, so einen großen Widerspruch. Und wir erfahren ja auch, dass er schon vor seinem Prozess geplant hat. Ich meine, er war Banker, da wird das wahrscheinlich auch dazugehören. Aber er hat sich ja schon vor dem Prozess auch eine zweite Identität zugelegt, die er dann ja nach seinem Ausbruch annimmt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das ist wieder das Nächste. Also auch ich habe nicht daran gezweifelt, dass er den Mordfall in dem Sinne, den Mord nicht begangen hat. Daran habe ich eigentlich auch nicht wirklich gezweifelt. Aber ich bin mir eigentlich 100.000%ig sicher, dass der Mann schon bevor dieser ganze Mordprozess und diese ganze Affäre und so weiter da ans Licht kam, dass der schon gehörige Strick am Stecken hatte. Weil ich glaube ganz ehrlich nicht, auch wenn er das so darstellt, dass er sich das Geld und die zweite Identität und den ganzen Blödsinn besorgt hat in den, in Anführungsstrichen, lass es mal 3 Wochen gewesen sein, bis da ein Urteil relevant geworden wäre. Sondern ich glaube ganz ehrlich, dass Andy so ein Typ Mensch ist, der wusste, ich habe Dreck am Stecken und ich muss im Zweifelsfall ganz schnell mal irgendwo hin und weg. Und dass er das alles schon, bevor er irgendwie eine Notwendigkeit dafür hatte, eine akute, dass er das alles schon in der Tasche liegen hatte. Ich glaube, du hast nicht unrecht. Kann sein, ja. Wir erfahren ja in der Geschichte in der nächsten Folge auch, dass er Börsengeschäfte für Altnazis gemacht hat. Ja gut, aber wer von uns hat das nicht? Der Andy ist ja auch schon bei der Beschattung seiner Frau sehr planvoll vorgegangen. Der hat teilweise das Auto getauscht, damit sie das Motorgeräusch nicht erkennt, etc. Also ich glaube, alles, was er macht, ist irgendwie planvoll und durchkalkuliert. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, für so eine Kurzgeschichte und dafür, dass er mir als Charakter eigentlich trotz alledem ziemlich egal ist, ist er durch wirklich Kleinigkeiten, und ich rede wirklich von winzigen Kleinigkeiten, sehr gut und sehr kontrastiert ausdefiniert. Das fand ich eigentlich rein stilistisch zur Abwechslung für King mal richtig gut. Und da wollte ich euch fragen, es herrscht ja zwischen den beiden Männern durchaus auch ein relativ großer Altersunterschied. Und Alter ist ja bei King immer so eine Frage. Er hat ja sehr oft sehr rüstige alte Menschen und sehr frühreife junge Kinder. Aber was mir hier sehr aufgefallen ist, ist, dass der Altersunterschied zwischen den beiden fast überhaupt nicht wirksam ist. Ging euch das anders oder genauso? Ich denke, dass es im Gefängnis gar nicht so wichtig ist. Da definierst du dich nicht über den Altersunterschied, sondern... Ja, aber zum Beispiel alleine ja die Dienstjahre im Gefängnis, also die Zeit des Einsitzens. Wie alt ist denn Red überhaupt? Ich habe da jetzt nicht auf dem Plan. Ich weiß, als er rauskommt, war er Anfang, Mitte 50, glaube ich. Also müsste er so Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er geboren sein. Genau. 10 Jahre jünger als Andy dann. Älter. Der Andy ist Jahre 1918. Wir sollten vielleicht auch sagen, die Geschichte beginnt 1948. Das ist genau, 1948, genau. Mit 30 Jahren kommt er ins Gefängnis. Aber weil, also was mir halt aufgefallen ist, Red ist ja sehr zeitig ins Gefängnis gekommen. Als sehr junger Kerl, genau. So Anfang 20. Genau.
Genau, und es wird, glaube ich, am Anfang irgendwo gesagt, dass es vor 40 Jahren war. Also ist genau. 60, 70 mindestens. Deswegen nehme ich. Also da, Red ist definitiv deutlich älter als Andy. Ja. Ja, 10 Jahre vielleicht. Ja, okay, dann hab ich wahrscheinlich wirklich nur den Film. Ist er ungefähr 60. Der spielt 77, glaube ich, oder 78 oder so, ne? Genau, 77 glaube, ja. Kommt ja, er raus. Dann ist Andy 59, dann lass Red 69 sein, 70, ja. Ja, okay, ja. Naja, gut, ich weiß nicht, ob das euch genauso ging, aber bei mir ist halt sehr, ich habe jetzt die Geschichte gelesen und ich habe gemerkt, dass meine Erinnerung und auch meine Vorstellung eben sehr von dem Film geprägt ist. Und in dem Film wirkt natürlich der Altersunterschied zwischen den beiden noch extremer, rein optisch schon. Ja, ich habe beim Lesen der Geschichte auch einen Schwarzen vor mir gesehen, obwohl es ganz klar gesagt wird, er ist Ire. Es gibt auch Schwarze hier. Ja, aber er heißt Red. Ja, also der Film beeinflusst das schon ziemlich, aber ja. Ja, aber bei mir war es lustig. Ich habe gemerkt, okay, ich kenne diese Geschichte. Habe dann auch irgendwann gemerkt, es war ein Film, aber ich hatte absolut keine Gesichter vor Augen, sondern nur eine schemenhafte Art und Weise von den Charakteren. Das war ganz interessant. Okay, wir haben ja uns gerade schon darüber unterhalten, dass die Geschichte in einer Zeit spielt, die deutlich vor unserer und auch deutlich vor der Zeit ist, in der normalerweise King-Geschichten so spielen. Und wir haben ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, mit dem Jan so ein bisschen den Baseball-Profi der Twitter- und Podcast-Szene bei uns. Ja, und doch, du hast. Also, ich muss dazu sagen, ich mag das Spiel. Ich gucke auch sehr gerne Baseballspieler, aber ich habe keine Ahnung von dem Sport. Also wirklich keine. Ich betreibe den Sport nicht, aber ich finde ihn schön. Ich habe 10 Jahre selbst gespielt und bin jetzt noch Schiedsrichter. Okay, cool. Und du wolltest uns ein kleines bisschen zu den Baseball-Elementen in der Geschichte mal erzählen. Das wäre vielleicht ein ganz gutes Element, jetzt da anzuhaken. Ja, es gibt so ein paar, sag ich mal, Ereignisse, die von Red erwähnt wurden, so zur zeitlichen Einordnung. Erwähnt zum Beispiel die World Series 1950, das Jahr, als Bobby Thompson seinen berühmten Home Run geschlagen hat. Und erwähnt auch die Philadelphia WizKids. Also das Baseballteam in Philadelphia sind die Phillies und die hatten 1950 eine relativ junge Mannschaft, die man WizKids nannte. Die kamen auch bis in die World Series, die sie dann gegen die Yankees verloren haben, relativ deutlich. Ja, Bobby Thompsons berühmter Home Run war tatsächlich 1951. Ich weiß nicht, wem der schon mal untergekommen ist. Ich kenne den Namen, aber... The Shot Heard Round the World. Der spielte für die Giants, damals New York Giants, heute San Francisco. Und erzielte dann im letzten Spiel einen Home Run, der dann das Spiel und letztlich auch die Meisterschaft für die Giants dann gesichert hat. Da gibt es eine sehr, sehr berühmte emotionale Reportage auch. Bei YouTube zu finden, wenn der Reporter wirklich durchdreht, als das Spiel dann gewonnen ist. Also du sagst jetzt, dieser berühmte Home Run und diese ganze Szenerie ist nicht dieselbe, wie im Buch gesagt wird. Also, Red erzählt, es sei 1950 gewesen. Tatsächlich war es 1951. Es kann auch einfach ein bewusster Fehler von Red sein. Also das ist nämlich jetzt die Frage. Bei King gibt es ja keine Zufälle, wie wir alle wissen. Eher selten, ne? Und ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der jahrzehntelang im Knast sitzt, auch so ein Zeitgefühl anhand der großen Ereignisse entwickelt. Und da sind halt bei Red gewisse Sportereignisse. So andere Sachen wie die Mondlandung oder das Attentat auf Kennedy kommen da, glaube ich, gar nicht vor. Aber er hat da so ein paar Baseball-Szenen, an die er sich erinnert, genau wie 1967, das Ende der Saison, als die Red Sox dann kurz vor Saisonende gegen Cleveland noch 2 Spiele verloren haben und im letzten Spiel dann auch den entscheidenden Sieg eingefahren haben. Also daran erinnert er sich recht gut, weil er ja auch schreibt ja auch immer die
ganzen Insassen haben vor ihren Radios gesessen und haben Sport gehört. Und ich denke mal, das ist auch so eine Art Kalender für einen, der keine, sonst keine Verbindung nach draußen hat. Ja, sicherlich. Also ich. Aber gerade bei dem 1967er Spielen der Red Sox, da hat King nach meinen Unterlagen auch einen Fehler drin. Nee, hat er nicht. Doch nicht? Es ist falsch übersetzt. Ah, gut. Dann ist also die deutsche Übersetzung falsch, stimmt. Genau, es geht nicht um ein einziges Spiel, es geht um mehrere Spiele. Die Red Sox haben das viertletztes und drittletztes Saisonspiel gegen Cleveland verloren und die letzten beiden Spiele gegen den direkten Konkurrenten aus Minnesota dann gewonnen. Und da gab es dann auch die Szene, als Rico Petrocelli den letzten Ball gefangen hat. Und der andere direkte Konkurrent um die Meisterschaft wäre Detroit gewesen. Die haben ihr letztes Spiel verloren und die Red Sox standen dann mit einem Sieg Vorsprung als alleiniger Meister der American League dann fest. Mhm. Gab dann keine Entscheidungsspiele, es ging direkt in die World Series, genau. Die dann in 7 Spielen gegen St. Louis verloren ging und der Verlierende, also der Pitcher, der in dieser Verlust im Spiel 7 angekreidet wurde, war dann wieder dieser Lomberg. Mhm. Ich frage dich deshalb, ob dir noch irgendwelche signifikanten Fehler oder aufgefallen sind, weil es gibt bei King bei solchen Sachen, die für uns natürlich relativ schwer nachzuvollziehen sind, weil wir natürlich viele Referenzen aus der amerikanischen Kultur jetzt nicht so extrem verstehen, wie es ein Ami natürlich mit der Muttermilch aufsaugen würde. Aber bei King gibt es für solche Fehler immer 2 Erklärungen, oder 3. Die eine ist, King macht selber Fehler, er hat ja zu der Zeit auch noch gut gesoffen und andere diverse lustige Dinge getan. Die zweite Variante ist die, es ist wirklich ein aktiv eingestreuter oder schlicht wirklich eine Verwechslung von Red. Oder Variante 3 ist, es ist gar nicht unsere Welt. Und deswegen wollte ich dich fragen, die Teams, die so genannt werden, die sind zumindest mir, so wie sie genannt wurden, sind ja geläufig. Also das sind keine anderen Teams. Die sind so, wie sie in der Welt sind. Genau, und ich habe auch, der Saisonverlauf ist auch treffend wiedergegeben. Das habe ich in Archiven gefunden. Also diese letzten 4 Spiele hat es tatsächlich gegeben. Die Namen, also Petrocelli und wie heißt der andere, Lomborg, die gibt's auch oder die gab's. In anderen, also im Vorgriff in der nächsten Geschichte ist das ein bisschen anders. Okay, das sollten wir dabei nämlich immer im Auge behalten, weil wir haben bei King sehr oft Parallelwelten, die immer so einen Zentimeter zu unserer verschoben sind. Wie gesagt, wenn man sich jetzt um 50 oder 51 um ein Jahr vertut, das kann ich akzeptieren, das muss nicht unbedingt ein Zeichen sein, aber ihr solltet da als Hörer durchaus hellhörig werden, wenn ihr solche Sachen lest. Gut, dann danke erstmal für den Abriss. Also zumindest ist es mir aufgefallen, dass so bei Baseball-spezifischen Texten öfter mal ein paar Sachen sinnentstellend übersetzt werden, deswegen habe ich mir angewöhnt, das mal irgendwie nachzuschlagen. Um halt zu gucken, ob es richtig ist, ob es vereinfacht worden ist. Ja, ich denke, das ist wirklich so ein Problem bei Übersetzungen, weil halt der Lektor die Übersetzung halt weiß, dass der deutsche Markt zum Beispiel diese ganzen kulturellen Referenzen eh nicht versteht. Eben. Und Baseball wird ja schon länger professionell gespielt, also es Fußball überhaupt gibt. Genau. Seit den 1870ern, kurz nach dem Bürgerkrieg, gab es die ersten Profiligen und das ist einfach so in die Kultur und in den Sprachgebrauch eingegangen. Das stelle ich mir ziemlich schwierig zu übersetzen vor. Und ich denke auch, dass King da nicht unbedingt Fehler einbaut, denn er ist ein großer Baseball-Fan. Eben. Da kommt auch irgendwann später noch das Buch Faithful, das er zusammen mit Stuart O'Neill geschrieben hat, das komplett um Baseball sich dreht. Mhm. Das werden wir bei gegebener Zeit dann auch mal besprechen. Da hat sich Jan übrigens schon angekündigt dafür. Ich habe mal Interesse geäußert, ja. Es ist gut, einen Experten dabei zu haben. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Ich auch noch nicht. Ne. Ihr beiden, Jonas und Flo, habt ihr jeweils in eurem Leben mal ein Baseballspiel gesehen? Oder auch nur in Ansätzen? Nee, ich habe es mal in sehr vereinfachter Form als Jugendlicher gespielt, auf irgendwelchen Freizeiten, aber ansonsten, nee, gesehen, so ein richtig professionelles Spiel, nö. Okay. Gut, wir sind zwar keine Profis, aber ihr seid jederzeit herzlich willkommen auf unserem Platz. Es gibt Burger. Sag mir mal, für welche Mannschaft du gespielt hast.
Für die Bochum Barfleisch. Ah, Bochum. Mhm. Flo, du? Gesehen habe ich vermutlich noch kein ganzes, aber doch so viel, dass ich so in Grundzügen kapiert habe, worum es geht. Da bist du mir schon voraus. Ich habe mindestens 3 Saisonen gesehen. Vielleicht bin ich auch einfach klüger als du, das weiß ich. Ja, das wissen wir, dass du das bist, aber... Außer wenn es um Bücher geht. Ja, da lässt sich drüber streiten. Nein, aber ich muss immer wieder sagen, ich, wie gesagt, also ich habe jetzt vielleicht 3 Saisons, also insgesamt 3-mal das Ganze mir mit angeguckt, inklusive der Finalspiele und so weiter und so fort. Mein letztes, gut, diese Saison bin ich wieder ein bisschen drin. Macht auch dieses Jahr wieder mal sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan, aber... Ich habe noch nicht viel, also ich habe diese Saison noch nichts gesehen von der MLB. Okay. Ich verfolge so die Ergebnisse der Chicago Cubs, aber sonst angeguckt habe ich mir noch nichts. Mhm. Naja, also so die letzten, gerade so die letzten Sox-Spieler waren schon ganz gut, die Red Sox. Die Yankees haben zurzeit ja auch mal wieder ganz gute Laune, das ist ja auch immer sehr schwankend. Aber meine letzte komplette Saison, die ich gesehen habe, war die... wo die Cardinals die Trophy geholt haben. Das muss so, lass mich lügen, 2013? Oh, nee, später, bisschen später. Aber es ist lang her. Da hat Skip Schoonmaker noch bei denen gespielt, bei den Cardinals. Ja. Der hat ja letztes Jahr aufgehört, da war ja letztes Jahr noch bei den Washington, wie heißen sie, Patriots? Nationals, glaube ich. Nationals, genau, bei Nationals. Und da hat letztes Jahr aufgehört. Also es muss mindestens 4 Jahre her sein. Ja. Naja, cool. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast irgendwann mal. Aber wir werden da auf dich immer wieder zurückkommen, wenn wir so Baseball-Referenzen haben, die du uns erklären kannst. Ja, sehr gerne. Gut, wir hatten ja gerade schon angesprochen, dass diese Karriere im Knast und dieses Alter an Dienstjahren, aber auch das persönliche Lebensalter durchaus eine Rolle spielt in dem Buch. Und das fand ich eigentlich so die interessantere Kerngeschichte in der Geschichte, nämlich diesen Konflikt, dass ja ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen Erfahrung, die man eben im Knast verbringt, diese Welt die einzige Welt ist, die man noch kennt und mit der man klarkommt. Aber eben im Gegensatz dazu dieses ganze moderne Konzept von Resozialisierung und was machst du mit den Leuten, wenn sie dann wieder rauskommen. Und es wird halt... Genau, ja, das hatte ich mir als Zitat für später noch aufgeschrieben, die Geschichte von Brooksy. Ja, es ist einfach, dass Leute weggesperrt werden, ohne sich Gedanken zu machen, was passiert, wenn man sie da rauslässt. Genau. Ja, das ist ja schon eigentlich deine Parallelwelt. Ja, genau. Das ist in Amerika ja, glaube ich, auch noch ein bisschen üblicher als hier in Europa. Ja. An der Stelle sei die Knastfolge von Podcast Nick empfohlen. Ich werde sie euch natürlich auch wieder verlinken. Übrigens werde ich euch auch die Baseball-Folge von Podcast Nick von Travis verlinken, damit ihr euch da auch mal schlau machen könnt, falls ihr euch dafür interessiert. Denn er hat dazu 2 sehr schöne Folgen gemacht. Aber wir haben ja nicht nur die Geschichte von dem Menschen, der dann eben mehr oder weniger relativ zeitnah, nachdem er aus dem Knast kommt, stirbt, sondern wir sehen ja diese Entwicklung und diese Hilflosigkeit auch bei Red, als er dann eben entlassen wird. Und ja, die fand ich eigentlich einen sehr schönen, also nicht schön im Sinne von schön, weil der arme Hund, aber eine sehr intensiv beschriebene Situation und Szene, wie er da halt so sitzt und verloren ist und eigentlich gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Wie steht ihr denn da so grundsätzlich dazu? Oder ist euch dieses Element in der Geschichte gar nicht so wichtig gewesen? Na, King versucht hier Emotionen auszulösen damit. Das ist ja auch klar. Und ich muss zugeben, er schafft es bei mir. Also ich habe tatsächlich Mitleid mit diesem alten Mann, der für seine Verbrechen gebüßt hat und dann jetzt vor einer Welt steht, mit der er überhaupt nichts mehr anfangen kann. Es ist ja wirklich nur kurz beschrieben. Wir reden hier von einer langen Geschichte, aber es ist wirksam. Ja, dem kann ich mich so ziemlich anschließen. Es ist, ja, ist halt eine traurige Sache, dass man wegen einem Fehler, den man getan hat, er hat einen Mord gestanden, das ist schon ein ziemlich hartes Ding, das ist mehr als ein Fehler. Aber ja,
wie die Gesellschaft einen dann ja quasi sagt, okay, du bist ins Gefängnis und danach mal schauen, wie du klarkommst. Einstellen tut dich wahrscheinlich keiner, aber ja, schau mal. Ja, Red ist ja in so einem Bewährungsprogramm, glaube ich, drin, der arbeitet ja im Supermarkt. Genau. Aber er ist halt trotzdem ja sehr von dieser Welt, er hat mit dieser Welt eigentlich nichts zu tun, er sitzt so auf dem Beifahrersitz. Er klingt sehr überfordert. Genau. Also, naja, waren die späten 70er auch ziemlich, waren die 70er auch ein sehr buntes Jahrzehnt. Und nach 40 Jahren im Knast ist er natürlich dann doch ein ziemlicher Schock, das glaube ich gerne. Ja, und nicht nur die 40 Jahre, sondern eben auch die reine Zeit, wo er eingefahren ist und die Zeit, wo er rausgekommen ist, jetzt unabhängig davon. Also ich glaube, wenn du 1970 in den Bau gefahren bist und kommst jetzt 2018 wieder raus, ist der Kulturschock wahrscheinlich deutlich kleiner, als wenn du irgendwann in den 30er Jahren eingefahren bist und wirst dann irgendwann in den 70ern oder was entlassen. Also das stelle ich mir noch mal schwieriger vor. Das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, der Kulturschock ist jetzt eher größer. Ja, denke ich. Ja, allein technologisch. Naja, okay. Lass ich mit mir verhandeln. Ja, denke ich auch. Das lässt sich wahrscheinlich sowieso nie belegen, deswegen... Ja. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, da gibt es doch jetzt irgendwie einen neuen Podcast mit Zeitreisen, der kann da ja mal forschen. Aber ich finde es auch schön, diese Darstellung, wie die Zeit vergeht. Ja. Wir haben ja schon gesagt, er benutzt Sport, um das ein bisschen darzustellen. Und er benutzt die Poster, von denen eins ja auch titelgebend ist. Ja, genau. Das finde ich eigentlich schön. Man muss natürlich, um diese Zeit... Sprünge zu erkennen, sich ein bisschen auskennen. Also wir fangen mit Rita Hayworth an. Aber das ist eine gute Methode, so die Ikonen so nach und nach aufgezählt zu bekommen, um daran zu merken, wie doch die Jahre vergehen. Mhm. Weißt du aus dem Kopf, welche alle genannt werden? Ich gucke gerade, ob ich es in meiner Liste habe, aber ich sehe es gerade nicht. Ich habe es in meiner Liste. Ah, das ist aufwendig auch nicht. Nee, aber Rita Hayworth, dann haben wir das Foto von Marilyn Monroe auf dem Gebläse. Dann haben wir Jane Mansfield. Dann hätten wir Hazel Court, die mir jetzt gar nichts sagt. Dann haben wir Raquel Welch und Linda Ronstadt. Okay. Also außer Raquel Welch und die Monroe sagt mir keine von denen was. Aber ich bin ja, auch, wie Ronstadt gesagt, kein Film nicht. Linda Ronstadt ist so eine Country-Sängerin. Ah, okay. Die damals wohl relativ jung war, irgendwie 19 Jahre oder so, Ende der 60er. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, welches Poster wie lange da gehangen hat. Das wird, glaube ich, auch nicht irgendwie... Das wird nur so angedeutet, dass es ineinander übergeht. Jo, ansonsten, was ich auch noch sehr schön fand, ist halt stilistisch, dass diese ganze Gefängnishierarchie sehr schön ausmodelliert ist. Wie gesagt, wir reden hier von einem Buch von einer Kurzgeschichte. Wie viele Seiten würden die haben? 40? Ein bisschen mehr, glaube ich, aber ich gucke gerade nach. Also irgendwas zwischen 40 und 60 Seiten ungefähr. Echt mehr nicht? Hier die Geschichte? Ja. 110 oder so. Oh, Tatsache. Ja, 115. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem echt wenig eigentlich. Und dafür, muss ich sagen, fand ich diese ganze... Beschreibung der Welt, also eben dieser begrenzten Welt des Gefängnisses, fand ich sehr schön stilistisch gelöst. Da hat King wirklich, wie gesagt, wir kennen das Elend, er kommt sehr gerne ins Schwafeln und er macht es mit seinem Geschwafel meistens schlimmer, wenn wir mal ehrlich sind. Und da muss ich wirklich sagen, fand ich das sehr schön, dass er durch diesen engen Rahmen doch gezwungen war, sich wirklich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Ich fand das authentisch, ohne dass ich jetzt viel Ahnung von Knastleben habe. Ja, ich denke, das Geschwafel hat er auch ein bisschen dadurch unterbunden, dass er einen Ich-Erzähler gewählt hat. Oh, das kriegt er aber auch bei Ich-Erzählern hin, aber ohne Probleme. Okay. Vielleicht war Red einfach von seiner Art her, wie King ihn sich vorgestellt hat, nicht so ein Schwafler. Aber okay, wenn es da Gegenbeispiele gibt, dann... dann bin ich überstimmt.
Wie standet ihr denn generell zu dieser ganzen Ausbruchsszenerie, als sie dann eben, sie wird ja mehr oder weniger im Nachhinein aufgeklärt, wie er das gemacht hat und wie er das geschafft hat. Erstens, wie fandet ihr den Ansatz, das im Nachgang aufzuklären, statt eben quasi live zu beschreiben, soweit er das als Ich-Erzähler kann? Und habt ihr da so diese nachträgliche, also wart ihr bei Andy, habt ihr dafür ein Gefühl gekriegt, wie das sein muss, sich da durch diese engen Rohre zu quetschen und solche Dinge? Oder war es euch auch relativ fremd? Das war mir relativ fremd, also da habe ich mich jetzt nicht hineinversetzt und wollte mir vorstellen, wie das ist in diesem Rohr, das, nein. Ja. Das würde ich auch sagen, gerade weil man das von jemandem, der es auch gar nicht miterlebt hat, erzählt bekommt, kommt jetzt keine Platzangst oder so bei mir auf. Ja, ich habe halt als Vergleichspunkt so diese Szene von Shining im Kopf, wo Danny in diesem Kletterrohr da feststeckt. Und was ich auf diesen 5 Zeilen, die diese Szene beschrieben hat damals, was ich da für Klaustrophobie hatte, aber wirklich aufs Übelste, da muss ich sagen, fand ich hier die Fluchtszene, ja, sehr egal. Es ist eine Erzählung von vielen, die Red uns da mitteilt. Der schmückt halt auch ein bisschen aus, was alles hätte schiefgehen können, noch auf dem letzten Drücker. Ja. Ja gut, dann sollten wir vielleicht, und ich würde an der Stelle ein kleines bisschen die Symbolik mal vorziehen. Ich weiß, das ist unüblich, aber passt jetzt gerade gut rein. Wir haben halt hier, wie gesagt, diese Symbolik durch Scheiße warten müssen, um zur Sonne zu kommen. Also sowohl halt diese Szene mit dem Abflussrohr, als auch eben die ganze berufliche Sache und die ganzen Dienstleistungen, die er da Arschlöchern schlicht und ergreifend zukommen lässt. Aber auf der anderen Art eben auch diese Symbolik, was Schönes zu machen aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden. Er geht dort über den Knasthof und sucht da hübsche Glitzersteinchen und macht da Manschettenknöpfe draus. Das fand ich auch einen sehr hübschen, symbolischen Ansatz. Und, wie gesagt, über den moralischen Kompass haben wir uns ja schon unterhalten. Das ist natürlich auch eine moralische Frage, wie weit man in so einem Scheißsystem mitspielt, um den eigenen Arsch zu retten oder es vielleicht auch für andere noch minimal zu verbessern. Aber, und das ist der wichtige Punkt, weshalb ich jetzt die Symbolik vorgezogen habe, warum ist das denn eine Frühlingsgeschichte für euch? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, ist ein guter Dünger, ne? Blödsinn. Ja, ich denke, es liegt im Original-Untertitel Hope Springs Eternal. Mhm. Also diese Doppeldeutigkeit von Springs. Das Thema der Geschichte ist Hoffnung, die nicht kaputt zu kriegen ist, trotz aller Widrigkeiten. Mhm. Und dass das jetzt für den Frühling als Frühling oder unter Frühling aufgeführt ist, ist einfach dieses Hope Springs Eternal. Naja, ich habe da ein bisschen mehr noch reingelesen, für mich persönlich, weil zumindest Red, aber zu einem gewissen Teil auch Andy, sie werden ja im Frühling ihres Lebens aus dem eigentlichen Leben rausgerissen und müssen eben in diese Parallelwelt rein. Weil, wie gesagt, Red wird beschrieben, er war sehr jung, als er eingefahren ist. Und der zweite Punkt ist halt, sie erleben ja beide trotzdem ihren zweiten Frühling, in Anführungsstrichen, nach der Entlassung. Eben indem sie sich gegenseitig dann durch diese Kommunikation mit diesem Schließfach und so weiter und diesem versteckten Stein da zueinander wiederfinden und versuchen können, sich ein neues Leben aufzubauen. Das heißt, wenn man es wirklich in diesem Jahreszeitenkreislauf sieht und als Mensch sich darin verortet, eben dieser Neubeginn, dieses ständige, einerseits gezwungen werden, Dinge zu beenden, aber andererseits eben wieder diesen Neuanfang zu wagen. Ja, halte ich für legitim, kann man so sehen, aber ich glaube, mit derselben Begründung könnte man die Geschichte auch unter Herbst aufführen. Natürlich, klar. Und dann wäre uns die Leiche erspart geblieben, aber das ist ihr werdet übrigens merken, diese Jahreszeiteneinordnung wird noch schlimmer. Also, ja. Gerade was dann Musterschüler mit Sommer zu tun hat, darüber werden wir reden müssen. Aber zumindest hier konnte ich das noch mit ein bisschen mir zurechtreden, sagen wir es mal so.
Ja, man kann dann in den englischen Untertiteln, die es im Deutschen so gar nicht gibt, kann man es festmachen. Im Deutschen heißt die Geschichte, also Obertitel Frühlingserwachen, was schwachsinnig ist, bei den nächsten Ja. Geschichten noch schlimmer wird. Ja. Aber ja. Okay. Zur Symbolik könnte man ein bisschen über die Ja. Namen noch reden. Ja, sprich. Also Andy Dufresne. Dufresne ist französisch für Esche, also ein Baum. Ja, Esche ist jetzt in der germanischen Symbolik, glaube ich, relativ prominent als Ja. Weltenesche, als Yggdrasil. Ich weiß nicht, welche Eigenschaften der Esche sonst noch so zugeschrieben werden. Außer, dass man elendig davon niesen und husten muss. Ach so, ja, vielleicht. Ja, stimmt, das Ansonsten mit ist, den Namen ist mir entgangen. Andys neue Identität ist Peter Stevens. In der Zeitung, also Steven ist eigentlich ein Slangname für Geld. Das Und ist hübsch. in der Presse wird Andy auch der Even Steven Killer genannt, weil er hier 4 Schuss pro Person verschossen haben soll. Und natürlich Petrus, der Fels, ist für einen Hobbygeologen dann auch ein toller Aliasname. Jan, du bist gut. Ich möchte dich in weiteren Sendungen haben. Endlich mal jemand, der mitarbeitet. Ja, ich gucke euch beide an. Ich hab da noch so einen Querverweis auf die richtige Welt. Die Jury, die Andy verurteilt, geht in Bentleys Restaurant Mittagessen. Und da fällt mir Derek Bentley ein, dem der Name schon mal untergekommen ist, ein Justizopfer in England, der mit 17 Jahren für einen Mord ge gehängt wurde, den er wahrscheinlich auch nicht begangen hat. Oh, hübsch. War dann ein maßgebliches Ereignis dafür, dass England die Todesstrafe abgeschafft hat. Nett. Jan, ich mag dich. Ich möchte dich bitte ganz viel in vielen Sendungen haben. Ich bin schwer beeindruckt. Ich Der ist auch. gerade ein bisschen rot, aber. Gibt's noch Szenen im Buch, über die ihr an sich reden wollt in dieser Geschichte? Ich gehe mal eben durch. Wir haben noch mal mein Stephen King Lieblingscharakter taucht natürlich auch auf. Der Wäschemangler. An dem suche ich das Zitat gerade. Ah, genau, hier. Der, den er fragte, war sein Partner, ein Dampfbügel und Faltmaschine. Die Insassen nennen das Gerät den Mangler. Genau das wird es mit dir machen, wenn du nicht aufpasst und davon erwischt wirst. Ja, das werten wir gleich mal als Querverweis an dieser Stelle. Ja, wenn ihr keine anderen Szenen in dem Sinne habt, würde ich gleich noch mal auf die Querverweise eingehen. Wie gesagt, wir haben hier einerseits den Mangler, der erwähnt wird. Andererseits haben wir dann, das merkt ihr jetzt in dem Buch noch nicht, aber dann im Musterschüler, die Geschichte um Andy und seine Vorgeschichte wird halt noch mal referenziert in der Musterschüler, als sich dann rausstellt, dass er, wie gesagt, die Geschäfte mit Reitnazis macht. Genau. Und das Shawshank-Gefängnis liegt in der Nähe von Castle Rock und den Ort haben wir schon öfter besucht und werden es noch viel öfter besuchen. Und die Jungs in die Leiche reden auch darüber, dass sie, wenn sie weiter Scheiße bauen, in dieses Gefängnis einfahren würden. Auch eine Castle Rock-Geschichte. Und Red stammt aus Castle Rock. Gut, Querverweis haben wir, Symbolik haben wir, Geschichte an sich haben wir. Okay, jetzt würde ich sagen, reden wir kurz über die Verwertungen. Denn wie gesagt, der Film ist ja an der Stelle durchaus prominent, sage ich mal. Flo, du hast mit dem Film ein bisschen mehr Erfahrung, krieg du da mal was dazu. Ja, der Film ist aus dem Jahr 1994 von Frank Darabont. Den Namen haben wir schon öfter gehört. Und wird in vielen Filmlisten als bester Film aller Zeiten geführt. Ja. Kann man sich drüber streiten, aber er ist wirklich gut. Für einen King-Film ist er echt okay. Auf jeden Fall nur in den Top 3. Ja. Aber das ist auch nicht schwer. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir noch großartig über den Film reden? Guckt ihn euch an. Ja, also wie Das gesagt, wichtig ist, wenn weicht ja ihr in die... gewissen Stellen vom Buch auch ab, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Also nicht nur Also... die Hautfarbe von Red, sondern hat noch ein paar andere Details, Erzähl. die sich da abweichen. Zum einen ist der zeitliche Ablauf gestrafft. Der Film spielt, glaube ich, in einem Zeitraum von 19 Jahren statt 29. Einfach aus dem höchst praktischen Grund, dass man Schauspieler nicht so altern lassen kann, beliebig. Dass man sich entschieden hat, das zu strecken. Und es gibt eine sehr berühmte Szene im Film, wo Andy den Gefängnishof mit einer Mozart-Arie beschallt, die so den Gefangenen ihre Würde wiedergibt. Und die gibt es im Buch auch nicht, also auch speziell für den Film.
zugeschrieben. Und im Film sind alle Gefängniswärter in einer Person zusammen konzentriert. Okay. Und der Film ist tatsächlich ein Dollarbaby, habe ich gelesen. Ja, das ist aber bei King ja relativ häufig. Da hätte ich jetzt von so einer großen Produktion jetzt eher nicht erwartet, aber ist wohl so. Mhm. Ja, es war ursprünglich auch nicht als so große Produktion geplant, mhm, aber weil King die Werke von Frank Darabont mochte, hat er es dann tatsächlich für diesen Dollar überlassen und Darabont hat dann daran gearbeitet, daraus wirklich einen richtigen Film und nicht nur so einen Studentenkurzfilm zu machen. Mhm. Also wie gesagt, wenn ihr unbedingt euch King-Filme antun wollt, das ist einer, den kann man angucken, da kriegt man keine Pickel von. Es sind immer Leute überrascht, wenn ich denen sage, dass der Film auf Stephen King basiert. Ja, da kannst du auch nur überrascht sein, weil er hat nicht die üblichen Schwächen, drücken wir es mal so aus. Er hat auch keine Untoten, keine übernatürlichen Elemente. Ja, da sollten wir vielleicht sowieso noch mal kurz drüber reden. Das ist mir an der Stelle bei der Geschichte jetzt nicht so extrem aufgefallen, aber es könnte trotzdem eher ein Bachmann-Buch sein als ein King-Buch. Nein. Weil? Es hat zwar keine Horrorelemente, aber die Geschichte hat ein Happy End. Und die Geschichte ist eigentlich... Ja, so richtig abgeschlossen ist das Ende ja nicht. Ne? Ja. Wir wissen ja nicht, ob es tatsächlich alles so... Ja, gut. Hast recht, stimmt. Das ist ein Element, ja. Wir haben auch Charaktere dabei, die, wie wir schon gesagt haben, die eher sympathisch sind. Wir haben hier keine... Gut, wir haben Gewalt drin, aber die nicht jetzt extrem beschrieben wird. Die ganze Hoffnungslosigkeit und all das, was bis jetzt die Bachmann-Bücher ausgemacht hat, fehlt hier. Ja, das stimmt. Ja. Also eher ein untypischer King als ein Bachmann. Darauf lasse ich mich. Darauf lasse ich mich ein. Ein typischer Bachmann, ne? Ja. Okay, gibt's für Hörspiele und ähnliche Verwertungen? Ja, es gibt Hörspiele, Deutsch und Englisch. Mhm. Es gibt ein Theaterstück, das 2009 Premiere hatte in Dublin. Okay. Es gibt, das Buch hat einige Verwertungen in Deutschland auch. Zum Beispiel ist es in zwei Bänden erschienen, als Jahreszeiten, Frühling und Sommer, die anderen beiden als Herbst und Winter und dann als Gesamtausgabe. Es ist in einer Blindenbuchfassung erschienen, was auch nicht so viele Bücher hatten. Mhm. Es stand auf der New York Times Bestsellerliste auch, also das Englische. Na ja, gut, das heißt jetzt auch nicht viel, aber... Die ganze Sammlung hat auch war auch für den World Fantasy Award nominiert, was merkwürdig ist, weil wir ja schon gesagt haben, dass eigentlich auch die nächsten beiden eigentlich keine fantastischen Geschichten sind. Ja. Und so Kleinigkeiten. Es gab zwei der Novellen, sind für Lernende der englischen Sprache in einer vereinfachten Ausgabe erschienen. Und was ich noch rausgefunden habe, King könnte diese Idee geklaut haben, denn die Geschichte basiert wohl sehr lose, ich habe jetzt nicht weiter nachgeforscht, auf einer Erzählung von Leo Tolstoi. God sees the truth, but waits. Ja gut, aber eine Idee auf dieser Welt zu finden, die alten Russen noch nicht wieder verwertet haben, ist schwer. Das ist so eine Sache wie bei den Simpsons. Alles war schon bei den Simpsons. Wobei, da fällt mir gerade ein, eine Simpsons-Verwertung gibt es hierfür nicht. Aber ich weiß, es gibt eine Family Guy-Version und die werde ich euch, wenn ich sie finde, auch verlinken. Ja, gut. Ja. Die gibt es übrigens, glaube ich, für... also außer für Musterschüler. An Musterschüler haben sie sich nicht rangetraut, aber die Leiche haben sie, glaube ich, auch als Family Guy-Version gemacht. Ich glaube ja, ich erinnere mich. Aber Musterschüler und Ratentechnik nicht, da haben sie sich nicht rangetraut. Die Leiche könnte dadurch vielleicht ein bisschen gewinnen. Ja, das ist gar nicht mal so eine schlechte Folge. Aber da reden wir dann drauf, wenn es soweit ist. Ja. Ja, ich glaube, da könnten wir uns streiten. Ja. Ich möchte noch kurz anmerken, die Hörbuchversion war wie viele Hörbücher gut, aber in dem Fall fand ich es auch sehr passend, dass quasi die Ich-Erzähler-Perspektive war, weil das halt auch alles von einem von einem Sprecher gemacht wurde. Das hat dann sehr gut zusammengepasst und war sehr angenehm. Okay. Also Sprecher des deutschen Hörbuchs ist Lutz Riedel. Er ist eher eine der geilsten Stimmen der deutschsprachigen Welt. Ja. Vielleicht neben Christian Brückner noch. Und, ja.
Und übrigens an der Stelle Korrektur, wir haben am Anfang gesagt, es gibt Hörspiele. Wir meinen natürlich keine Hörspiele, wir meinen Hörbücher. Hörbücher, ja. Natürlich. Gut, dann bleibt mir nur übrig, euch um eure Zitate zu bitten, wenn ihr sie nicht schon verwertet habt. Ich muss da passen. Das ist der Nachteil an den Hörbüchern, man markiert sich keine Zitate. Jetzt mir zumindest. Jan, hast du noch eins? Du hattest uns gesagt, du hattest das schon. Ich habe dieses etwas längere. 1952 wurde Brooksy, der seine Frau und Tochter nach einer Pechsträhnerin Pokern umgebracht hatte, als Coolidge Präsident war, auf Bewährung entlassen. Wie üblich hatte ihn der Staat in all seiner Weisheit erst dann gehen lassen, nachdem jede Chance, dass er ein nützliches Mitglied der Gesellschaft wird, vorbei war. Er war 68 und arthritisch, als er durch das Haupttor schwankte in seinem polnischen Anzug und seinen französischen Schuhen. Seine Entlassungspapiere in der einen und ein Greyhound-Busticket in der anderen Hand. Er weinte, als er ging. Shawshank war seine Welt. Was jenseits der Mauern lag, war für ihn so furchterregend wie die westlichen Meere für einen abergläubischen Seefahrer aus dem 13. Jahrhundert. Im Gefängnis war Brooksy von einiger Wichtigkeit. Er war der oberste Bibliothekar, ein gebildeter Mann. Wenn er jetzt bei der Kittery Library nach einem Job fragte, würden sie ihm noch nicht mal einen Büchereiausweis geben. Ich hörte, er starb 1952 in einem Altersheim für Arme in der Nähe von Freeport. Damit hatte er 6 Monate länger durchgehalten, als ich ihm gegeben hatte. Ja, ich denke, der Staat hat sich an Brooksy Genugtuung verschafft. Sie haben ihm antrainiert, dieses Scheißhaus zu mögen und ihn dann rausgeschmissen. Mhm. Flo, hast du auch eins? Ich habe es diesmal auch als Hörbuch gehört. Okay, dann bringe ich meine noch. Gebe man ihm ein Glas eisgekühlten Apfelmost, würde er an Essig denken. Sagte man ihm, dass seine Frau ihm immer treu gewesen sei, würde er antworten, das sei nur auf ihre verdammte Hässlichkeit zurückzuführen. Dann das zweite. Das sind Heilige und die Tauben landen auf ihren Schultern und scheißen ihnen das Hemd voll. Und das dritte. Und da haben wir wieder eine typische King-Referenz. Er hatte für jeden Anlass ein Bibelzitat dieser Noten. Und wann immer man einen solchen Mann trifft, sollte man, das ist mein Rat, nur grinsen und sich beide Hände vor die Eier halten. Ich habe auch noch eins, was relativ auch eigentlich typisch für King ist. Mhm. Ich glaube, menschliche Erfahrungen lassen sich in 3 Hauptkategorien einteilen. Es gibt gute, schlechte und entsetzliche. Wenn man in die immer tiefere Dunkelheit des Entsetzlichen hinabtaucht, verwischen sich die Unterschiede immer mehr. Ja. Mhm. Sehr schön. Gut. Natürlich noch eins, was mir persönlich natürlich sehr am Herzen liegt. Baseball, das vermutlich einzige Spiel, das Gott gefällt. Sehr schön. Ich hätte noch so ein paar lose Enden. Ja, natürlich. Ich mir noch mitgeschrieben hatte. Noch ein Querverweis ist mir aufgefallen. Red erzählt mal irgendwann was von dem Durham Boy, der 7 Jahre in einem selbstgegrabenen Gefängnis gelebt haben soll, irgendwann zur Kolonialzeit. Stephen King ist als Kind nach West Durham gezogen. Ob er jetzt 7 Jahre da gelebt hat, weiß ich nicht. Mhm. Okay. Ansonsten zur... Ich habe noch ein paar Sachen, die mir in der Übersetzung aufgefallen sind. Ja. Andy erzählt Red irgendwann mal so ein Gleichnis von einem Hurricane, wie sich Leute auf Katastrophen vorbereiten. Und da erzählt er halt so ein Gleichnis von jemandem, der im Angesicht eines Hurricanes seine Kunstwerke in Sicherheit bringt. Im Original ist da die Rede von Rembrandts, Degas Horses, Jackson Pollocks und Paul Klees. Und in der deutschen Version ist dann von Rembrandt, Degas Pferden, Grant Woods und Bentons die Rede. Und ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich, um für die deutsche Version zu signalisieren, die Amis haben ja diese alte Kultur nicht. Das klingt ja alles sehr amerikanisch und sehr zeitgenössisch. Grant Wood ist ja auch relativ bekannter amerikanischer Maler. Das American Gothic ist ja doch ziemlich ikonisch Bild. Und Jackson Pollock ist auch ziemlich bekannt. Also ich weiß nicht, ob da jetzt nur in den verschiedenen Ausgaben anders behandelt wird oder ob das wirklich angepasst wird. Und ja, ein paar Nonsens hätten wir auch noch. Stimmt, da war noch was. Andys Zelle ist Nummer 14 im Block 5 und seine Häftlingsnummer ist die 81433 SHNK. Also die Quersumme ist dann auch 19. Mhm. Und ja, Andys Geburtsjahr ist
1918 ist die Quersumme auch 19. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich habe mir aufgeschrieben, er hätte am 20. September 1918 Geburtstag. Damit wäre er 29 Jahre und einen Tag älter als Stephen King. Okay. Aber das, vielleicht habe ich mich da auch vertan. Woanders habe ich mal den 30. September, also bin ich nicht sicher. Okay. Gewidmet ist die ganze Geschichte Russell und Florence Dorr. Russell Dorr ist ein Arzt. Und als junger Mann kam Stephen King mal mit einer Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus und hat in einem Aufnahmeformular als Beruf Schriftsteller angegeben. Und Russell fragt ihn dann, was er so schreibt. Und er sagt dann, ja, ich habe hier so einen Roman über ein Mädchen, was mit Telepathie Dinge in Brand stecken kann. Und Russell wollte das gerne mal lesen. Und daraus entwickelte sich eine langjährige Freundschaft. Russell ist ja so Kings medizinischer Berater und Faktenfinder und für einige spätere Bücher auch beauftragt worden, dann einige Fakten rauszufinden. Und man stand sich auch gegenseitig bei nach Stephen Kings schwerem Autounfall und auch als Florence Dorr dann 2005 verstorben war. Die beiden tauchen auch nochmal in den Danksagungen zu Misery auf. Okay. Wobei man vielleicht noch erwähnen muss, die Widmungen sind in der deutschen Fassung gar nicht enthalten. Ach so. Aus irgendeinem Grund sind die da rausgelassen worden. Wird aber wahrscheinlich auch daran liegen, ich weiß nicht, hast du jetzt die gesplittete Version gelesen oder die Gesamtversion? Ich habe die gesplittete hier. Okay, nee, dann bei mir war es auch nicht drin und ich habe die Gesamtversion gelesen. Gut, dann danke Jan dafür. Das sind so Sachen, die werden mir wieder völlig entgangen. Dann, Ich habe noch eine letzte Frage an alle vielleicht, weil ich da sehr drüber gegrübelt habe. Ja? Der Begriff Redemption. Was bedeutet der für euch? Wie würdet ihr den übersetzen, interpretieren, eindeutschen? Ja, ist schwierig. Schwierig, ne? Ja. Ich habe mich das vorhin schon gefragt, als ich den Titel gelesen habe, weil auf Anhieb kenne ich auch die Wörterbuchübersetzung nicht davon. Also eigentlich heißt es Erlösung, also auch im theologischen Sinne. Weil auch das christliche Konzept der Erlösung heißt Redemption. Ja, aber da schwingt halt auch so diese Sache mit. Ist aber auch ein wirtschaftlicher Begriff, also auch das Einlösen eines Wechsels oder eines Schecks wird als Redemption bezeichnet. Ja, da schwebt aber auch so mit Tilgung von Schuld. Ja, auch. Und ja. Auf der einen Art Tilgung von Schuld, aber auf dieser ganzen religiösen Ebene schwebt da auch mit diese ganze Wiedergeburtssache, also diese, nachdem der Erlöser gekommen ist und so weiter und so fort. Das unterstützt dann halt auch wieder diese ganze Frühlingsthematik, meiner Meinung nach, eben diese Wiedergeburtszyklusgeschichte. Ja, okay. Aber ich denke, hier bezieht sich wirklich vor allem auf Tilgung von Schuld und ja. Ja, Tilgung von Schuld würde ja auch passen. Die Schuld, die man auf sich geladen hat, tilgt man durch die Gefängnisstrafe. Genau. Damit ist seine Schuldigkeit an der Gesellschaft getan. Genau. Ja, eine andere Bedeutung ist auch so Ausgleich. Ich denke, das passt hier vielleicht auch so rein. Auch so auf einer karmischen Ebene, sage ich jetzt mal. Dass auch die ganze Scheiße, die Andy erlebt, weil er ins Gefängnis kommt, obwohl er nichts getan hat, am Ende dann doch für ihn gut ausgeht. Oder? Gut, also bin ich nicht der Einzige, der da... Nee, also der Titel ist schon streitbar. Sehr vielschichtig. Ja. Vielschichtig und mehrdeutig findet, ja, okay. Gut, Jan, bevor ich dich jetzt nach deiner Bewertung frage, musst du uns noch einen kurzen Überblick geben, wie viel King-Erfahrung du so generell hast? Wenig. Okay. Ich habe gelesen, Rennen muss Salem, Green Mile und jetzt hier die Geschichten im Rahmen dieses Vorhabens. Ich habe Filme gesehen, die Verurteilten natürlich und Shining. Und ich habe vor vielen Jahren Misery mal auf der Bühne im Schauspielhaus Bochum gesehen. Ah, okay. Als Zwei-Personen-Stück. Mhm. Ich glaube, das war's. Und natürlich einen Haufen Kurzgeschichten, die ich jetzt nicht alle mehr zusammenkriege. Aber das war's, glaube ich. Und generell King-Freund oder eher so ergibt sich durch Zufall? Schon eher wohlwollend. Mhm. Also ich würde gerne mal mehr von ihm lesen.
Okay. Ja, du hast ja gerne jederzeit Gelegenheit. Du kannst ja, uns jederzeit beehren. Mach ich auch. Okay. Dann frage ich dich jetzt offiziell nach deiner Bewertung von 0 bis 19. Meine Bewertung von 0 bis 19, also ich würde es definitiv im oberen Viertel ansetzen und deswegen gebe ich eine 15. Okay. Flo? Ich mag die Geschichte. Sie ist ruhig, sie ist unaufgeregt. Die Figuren sind sympathisch. Sie ist nicht so besonders lang. Ich mag sie, ich gebe 16 Punkte. Flo, du machst es doch nur, um mich zu ärgern. Ja. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Jonas? Ja, ich fand es auch eine schöne, runde Geschichte mit einem Happy End ist auch mal ganz nett. Deswegen, ich habe auch 15 Punkte. Ihr seid komisch. Ja. Wenn wir alle gleich sind, aber naja, lassen wir das. Nein, also für mich, ich finde sie jetzt nicht schlimm. Wie gesagt, ich lese gerade das akute Gegenbeispiel. Aber ich finde sie halt sehr durchschnittlich und trotz all den schönen Elementen, die sie hat auf jeden Fall, und die hat sie, finde ich die Geschichte trotzdem irgendwie nichtssagend. Er hat hier natürlich wie immer seine politische Grundton und Grundbotschaft mit drin. Das ist okay, die kann er auch gern haben, die unterstütze ich auch in gewissen Teilen. Aber so generell bleibt die Geschichte für mich sehr blass und sehr durchschnittlich. Und deswegen gebe ich persönlich nur 6 von 19 Punkten. Okay, Jan, wollt schon... Schlechter als Cujo. Ich rätsel auch gerade, warum, was da bei dir so zur Abwertung führt. Aber, okay. Weil sie mir egal ist. Bei Cujo habe ich mich ja wenigstens aufgeregt. Das ist, ihr werdet zum Beispiel in der nächsten Folge reden wir über den Musterschüler. Bei Cujo habe ich mich aufgeregt. Deswegen hat das Buch ja irgendwo Gefühle geweckt und geregt. Bei Musterschüler werdet ihr das auch merken. Ich habe mich die ganze Zeit, während ich diese Kurzgeschichte gelesen habe, nur aufgeregt. Nicht unbedingt, weil ich die Geschichte gut fand, aber die habe ich gut bewertet oder die werde ich gut bewerten. Aber bei dieser Geschichte ist bei mir das Problem, sie ist mir schlicht egal. In jeder Hinsicht. Sie ist stilistisch halbwegs okay, deswegen sind es auch 6 Punkte statt 4 Punkte. Aber rein inhaltlich und vom Gefühl her kommt da nichts bei mir an. Aber überhaupt nichts. Ja, okay. Okay, bevor wir jetzt wieder in die Bewertungsdiskussion endgültig reinfallen, weil ich weiß ja, ihr macht das eh nur, um mich zu ärgern. Ja, ja genau. Kommen wir nochmal. Ich hätte diesen Podcast doch dafür. Ja. Ich hätte doch 19 geben sollen, genau. Ich glaube, ich habe da noch Chancen in diesem Buch, Dela richtig eins reinzuwirken. Aber sagen wir mal so, da sind deine Chancen bei anderen Büchern, glaube ich, noch größer. Ja, kann sein. Also spätestens bei den Folgenbänden des Stroms werden wir da uns sicherlich noch öfter so um die Ohren hauen gegenseitig. Ja. Aber gut. Ich kann da auch verkünden, Deda, du führst nicht mehr die Rangliste der besten Bewertungen an. Das hat sich jetzt mit dieser Folge geändert. Jetzt bin ich der Optimist. Das ist schön. Bin ich wenigstens mal nicht Arsch. Ja, am pessimistischsten ist immer noch Flo. Okay. Ich arbeite dran. Wo wir jetzt schon so weit in die Hausmeisterei reingerutscht sind. Wir haben, bevor wir diese Folge beenden können, leider noch einen Nachruf zu starten. Und Flo, da bist du an der Reihe, das zu tun. Ja, es ist wieder mal aus dem erweiterten King-Universum jemand gestorben. Und zwar Harry Anderson. Harry Anderson ist am 14. Oktober 1952 geboren worden, war ein amerikanischer Schauspieler, Autor und, ja, Zauberkünstler und ist wahrscheinlich am bekanntesten durch die Hauptrolle in der Comedy-Serie Harrys wundersames Strafgericht, im Original Night Court. Die lief für 193 Folgen, also war jetzt nicht ganz unerfolgreich. Er hat später auch in anderen Serien lange mitgespielt, Immer Ärger mit Dave zum Beispiel. Und warum er ins King-Umfeld kommt, er hat in der Verfilmung von Ace, also der 1990er-Verfilmung, eine der erwachsenen Hauptrollen gespielt. Er war da Richie. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja? Wenn er Zauberkünstler war, hat er Ballontiere gemacht?
Möglich. Ich müsste es nochmal gucken, aber ja, schon möglich. Er war so in der Art, so war einer Ware. Okay. Harry Anderson ist am 16. April diesen Jahres verstorben. Mhm. Okay. Dann danke dir für den Nachruf und für die Recherche dafür. Jetzt bleibt uns als letztes Ding der Hausmeisterei noch kurz auf unser Gewinnspiel King Gewinn hinzuweisen, nochmal. Denn dieses ist mit dieser Folge, der Veröffentlichung dieser Folge, dann beendet. Und wir gratulieren dem TJ zum Gewinn. Wir würden euch jetzt gerne erzählen, dass wir eine große notariell beglaubigte Auslosung gemacht haben. Wir hätten die auch getan und wir hätten das wirklich gerne gemacht. Aber irgendwie hattet ihr keinen Bock auf die ganze Aktion, kann ich euch auch. Ja, ist halt so. Und deswegen war TJ der einzige Teilnehmer, deswegen können wir nicht zulosen und TJ darf sich über zwei Bachmann-Bücher freuen. Die werden dann demnächst rausgeschickt von dem Hobbykoch-Podcast Kai. Der wird das dann direkt an euch schicken und wir vermitteln dann die ganze Sache mit den Kontaktdaten. Und jetzt mal ganz ehrlich, ihr könnt doch nicht mit uns einer Meinung sein. Schreibt Kommentare. Schickt uns Nachrichten. Oder mault uns zumindest auf Twitter an. Also wir würden uns über Interaktion mit unseren paar Hörern freuen. Und Hörerinnen. Naja, mit denen auch. Und natürlich, wo wir gerade bei der Interaktion sind, wie gesagt, ihr erreicht uns wie üblich über Twitter. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, das macht ihr aber sowieso nicht. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Audiokommentare schicken, da freuen wir uns auch. Es kann ja nur besser werden mit der Tonqualität als bei uns. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr im großen Maßstab mit uns interagieren wollt, Gast in unserer Sendung werden oder Gästin. Denn wir haben auch diesmal noch ganz viele Bücher frei. Die findet ihr auf unserer Leseliste. Was durchgestrichen ist, hat zwar schon einen Gast. Ihr könnt euch da aber sehr, sehr, sehr gerne mit dranhängen. Und wenn ihr da an irgendwas Interesse habt, schreibt uns einfach an auf einem der üblichen Kanäle. Und sagt uns, ihr würdet gerne mitmachen. Wir können euch auch im Notfall die Bücher zur Verfügung stellen. Und ihr braucht sonst nichts weiter. Ihr braucht bloß irgendein Headset, in das ihr reinreden könnt. Und ja, irgendein technisches Gerät, mit dem ihr mit uns in Kontakt geraten könnt. Also über Skype oder über Teamspeak. Und mehr braucht ihr eigentlich nicht. Jan, wie hast du empfunden? Hatten wir eine große technische Hürde? Irgendwas, an das wir denken sollten? Nee, nicht so wirklich. Es lief doch alles sehr fluffig. Und wie gesagt, ihr braucht auch keine Angst haben, wenn ihr keine große Mikroerfahrung habt. Die haben wir auch nicht. Bei uns darf geraucht werden und getrunken und Schwachsinn gelabert, weil das tun wir selber. Und ihr braucht echt keine Angst haben. Also wenn ihr Interesse habt und Lust habt, mit uns zu podcasten, dann freuen wir uns da sehr drauf. Gut, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, das nächste Mal gibt es dann den Musterschüler. Und wie schon angekündigt, diesmal wahrscheinlich mit zwei Gästen. Genau. No. Und ich glaube, sonst haben wir heute nichts mehr, oder? Genau. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, mich von euch zu verabschieden. Jan, es war mir ein Vergnügen. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf nächste Folge mit dir. Ja, vielen Dank auch. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Jonas, auch dir danke ich fürs Dasein. Ja, danke auch. Und Flo, dir danke ich wie immer für deine qualifizierte Meinung, auch wenn du sie nur hast und mich so ärgert. Und wir danken dir, Dela. Trotz allem. Dann wünsche ich euch, liebe Hörerschaft, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Lasst euch gut gehen, lasst euch nicht mit Steinen beschmeißen oder verprügeln von irgendwelchen uniformierten Menschen. Und passt gut auf euch auf, macht keinen Blödsinn, fallt nicht ins Maifeuer. Und wenn ihr Maibäume klauen müsst, dann bringt sie bitte weit, weit weg, wo allergische Menschen nichts damit zu tun haben. Gut, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, lasst euch gut gehen und wir hören uns, ich vermute mal Mitte des Monats wieder. In diesem Sinne, ciao. Tschüss. Tschüss. Und ja. Beim Musterschüler habe ich mich... Oh Gott, verdammt. Moment.